die deutsche Schule Ho Chi Minh City ist ja schon jetzt ein großer Erfolg. Wir sind im 8. Jahr, aber man muss natürlich immer in die Zukunft schauen. Und die Zukunft ist für diese Schule sehr aufregend. Denn zum einen haben wir geschafft und bewiesen, dass die Schule sich trägt und dass die Schule alle Zertifikate bekommen hat und auch die IB-Schule ist und jetzt in einen Abiturjahrgang anfangen, und damit wird die Schule natürlich auch weiter wachsen. Und dazu braucht man natürlich die angemessenen modernen Schulräume, weil wir ja wachsen wollen. Es kann sich verdoppeln über die nächsten 5 Jahre, das nehmen wir auch an. Und wir sind auf wirklich allerbesten Wege, das hat jetzt 2 Jahre gedauert, dass alle Planungen im Prinzip abgeschlossen sind. Okay, wir gehen jetzt in die Durchführungsphase. Und das heißt, wer geht in diese Durchführungsphase? Das ist im Zusammenschluss mit genehmigten Geldern für den Haushalt 2021 vom Deutschen Bundestag. Da ist dann auch ein Investor und eine Förderungsgruppe dabei. Zusammen dann mit der SBH, unserer Stiftung, die die Schule führt, und mit dem Auswärtigen Amt auf einem neuen Grundstück eine Schule zu bauen, die dann in dem dritten Schuljahr, das jetzt kommt, in 2023 dann tatsächlich steht. Das ist der Plan, können wir durchführen. Alle werden da gut zusammenarbeiten und ich bin sicher, dass das funktioniert.